So, hier ist... Uah. War das ein Zombie? War das ein Zombie oder war das George? Ich bin unsicher. Jetzt sind wir auf jeden Fall im Sicherungsraum. Kann sein, dass wir hier die Münze brauchen. Kann aber auch sein, dass wir sie nicht brauchen. Das sehen wir ja jetzt. Ah! Du Scheißvieh! Du Scheißvieh! Stirb! Stirb! Verrecke! Boah! So, Antivirus verwenden. So. Meine Fresse! Ich glaube, so habe ich mich noch nie in einem Resident Evil erschrocken. Ja, hier gibt es auch wieder Blutpakete. Warum es die hier gibt, es kommt noch. Company Memo. In der jüngsten Zeit sind viele Gegenstände spurlos aus dem Lagerraum verschwunden. Um weitere Vorfälle dieser Art zu verhindern, wurde ein elektronisches Schließsystem installiert. Derzeit kann das System nur von einem bestimmten Raum aus gesteuert werden. Bei einem Stromausfall wird das Schloss automatisch aktiviert, aber bei erneuter Stromzufuhr im Sicherungsraum wieder deaktiviert. Es ist ausgesprochen bedauerlich, dass solche Maßnahmen erforderlich sind. Ich hoffe, in Zukunft werden Probleme dieser Art nicht mehr auftreten. Der Bahnhofsvorsteher. So, warte mal, was war das? Kann nur aus einem bestimmten Raum gesteuert werden. Beim Stromausfall wird das Schloss aktiviert und wir müssen jetzt also die Sicherung wiederherstellen, um das Schloss zu öffnen. Eine Alkoholflasche. Was soll ich denn mit Alkohol? Ich trinke nicht. So. Warning. Die Ursache für den Waggonbrand im letzten Monat konnte geklärt werden. Als der Zug zu einem Nothalt kam, um einen Schaden durch auf den Schienen liegendes Geröll zu vermeiden, kam es zu einem Kurzschluss im System. Um in Zukunft weitere Unfälle auszuschließen, wird ab sofort bei Nothalten die Stromversorgung der Schienen unterbrochen. Sie wird erst wiederhergestellt, wenn die Lage unter Kontrolle ist. Zur Aktivierung des Notstroms muss der Strom über den Sicherungsraum umgeleitet werden. Wir bitten alle Abteilungen um regelmäßige Wartung und Kontrollen. Ah ja, okay. So, eine elektronische Schaltschaffel. Der Strom ist abgeschaltet. Ja, ich will den ja auch wieder einschalten. Darum bin ich doch hier. Mache ich das dann hier auf dem anderen Ding? Ein Notstromgenerator. Ich will den Strom einschalten. Hallo. Das brauche ich nicht. Ist das hier? Bedienung viel zu schwierig. Ach, wollte er mich verarschen jetzt? Muss ich dann... Jim! Hi! Hi! Beta hier hin. Was ist denn? Warum schreist du so? Ein Handgun-Magazin? Nein, das behalte man. Das kann ich nämlich nicht mit meinem restlichen Zeug stacken. Gut, ich merke mir den Sicherungsraum für später. Ich denke nämlich, dass wir hier nochmal wieder herkommen müssen. Wo waren wir jetzt noch nicht? Hier waren wir noch nicht. Und natürlich da dann auf der anderen Seite. Ah, da gehe ich, glaube ich, erst in den Keller. Ich höre schon wieder einen Zombie. Zombieline, ich höre dir trapsen. Bleib ja fern von mir. Gut, der Lagerraum ist elektronisch gesichert. Das wussten wir ja, dass dem so ist. Ich hätte jetzt auch... So, hier braucht man den Schlüssel. Ich hätte ja jetzt auch gerne die Tür geöffnet über den Sicherungsraum, aber das hat er mich ja nicht machen lassen. Also gehen wir jetzt erstmal die Treppen runter in den Keller. Hier ist wieder Heilung. Ich muss mir das mal merken, wo die ganzen Heilungssachen liegen. Für den Fall, dass ich die dann brauche. Hier liegt einmal komplette Heilung. Pass mal auf, wir nehmen das letzte Antivirus und basteln uns jetzt hier mal eine volle Heilung raus. Und du, hör auf, mich immer anzuschreien. Leute, ihr bleibt bei mir. Rennt nicht wieder irgendwo lang. Hier ist wieder ein Blutpaket. Nein, ich werde nicht spoilern, was noch auf uns zukommt und warum diese Blutpakete hier liegen. Das kommt schon noch früh genug. Der ein oder andere von euch kann sich ja vielleicht sowieso schon denken. So. Dieses Wasser da, das steht, glaube ich, unter Strom. Oder zumindest steht es unter Strom, wenn der Strom an ist. Ich bin mir nicht sicher, ob das gerade der Fall ist. Ich glaube nicht.
stirbst du wohl endlich? Ich höre da noch einen Zombie irgendwo. So, hier ist eine Tür. Gehen wir einfach mal rein. Und landen in der Abfalllagerung. Hey, da wollte ich immer schon mal hin. Mal der Familie Hallo sagen. Nein, der war richtig fies. Ah, nein! Also da gehe ich nicht wieder rein. Und jetzt wisst ihr wahrscheinlich auch, warum hier überall Blut rumliegt. Oder zumindest, also ich weiß nicht, es war verdammt dunkel. Ich habe wirklich gar nichts gesehen hier bei mir. Ich musste da wirklich nach Gefühl arbeiten. Ich weiß nicht, ob man in der Aufnahme da vielleicht was sehen wird. So, gehen wir mal hier ans Ende. Ich möchte nämlich das Wasser vermeiden, solange ich kann. Ah, das war wirklich stockdunkel. Da habe ich echt gar nichts drin gesehen, eben in diesem Raum. Ich bin froh, dass ich die Tür gefunden habe. Und die habe ich auch nur gefunden, weil ich einen Quickturn habe. Sonst wäre ich verloren gewesen. Und hier überall die Lüftungsgitter offen. Ein Magnum-Revolver. Den behalte ich aber. Nein! Der kriecht da wirklich rein. Der macht das auch noch. Da habe ich jetzt gar nicht mit gerechnet. Ich dachte, ich kriege jetzt einen Spruch nach dem Motto Angst. Und dann so, Jim, kommst du dir nicht ein bisschen doof vor? Ich meine, guck mal, wo wir jetzt gelandet sind, mein Freund. Direkt vor der Tür. Das würde nur Sinn machen, wenn die Türen irgendwann blockieren. Aber soweit ich das in Erinnerung habe, tun sie das nicht. Und meine Stimme überschlägt sich. Und ich habe das Gefühl, dass die PS2 immer lauter wird. Vielleicht tut sie das ja wirklich. So, hier kann ich den Strom einschalten. Hebel für den Notstrom betätigen. Nein! Soweit sind wir nämlich noch gar nicht. Hier ist noch eine Tür. Ach, die führt dann zur U-Bahn runter, glaube ich. So, was wir brauchen, ist dieses Ventil. Oh nein, ich will meinen Magnum-Revolver nicht zurücklassen. Ich lasse die Heilung hier. Wie, mehr können sie nicht? Ach so, ein zweites Ventil, falls wir mehr als ein Spieler sind wahrscheinlich. Dieses Ventil brauchen wir nämlich unten beim Wasser. Was wir da allerdings auch brauchen, ist Klebeband. Wenn wir jetzt David dabei hätten, oder wenn ich jetzt David wäre, dann könnte ich das natürlich einfach aus meinem Werkzeugkasten nehmen. So, mit Jim müssen wir es erst finden. Ich glaube, es liegt im Lagerraum, was bedeutet, dass wir tatsächlich zwischendurch mal den Strom einschalten müssen dann, um hier weiterzukommen. Aber zuerst will ich trotzdem runter ins Wasser. Ja, doch, hier rein. Ich höre dir. Ich sehe dir nur nicht. Ich meine, irgendwo hier im Wasser, ja, da hinten in der Ecke liegt was. Boah, ist das dunkel hier. Wo guckst denn du hin? Da guckst du hin. Hier liegt ein First Aid Spray. Wow. Boah, ich kann ihn nicht sehen. Es ist so dunkel. Ich sehe ihn nicht. Da kommt er. Okay. So, jetzt. Knie nieder vor deinem Gott. Was? Aus welchem Film war das nochmal? Knie nieder vor Zod ist aus Superman. Knie nieder vor deinem Gott. Könnte aus Stargate sein, aber ich bin mir absolut nicht sicher. Irgendwo habe ich das auf jeden Fall schon mal gehört. Und jetzt werde ich wieder den ganzen Abend darüber nachgrübeln. Na super. Wenn ihr das zufällig wisst oder bestätigen könnt, ja, das ist aus Stargate oder sonst irgendwas, dann schreibt es bitte in die Kommentare. Beruhigt meinen Geist. Das wäre voll lieb von euch. So, hier ist nämlich ein Leck im Rohr. Das Rohr ist nämlich kaputt. Du kommst zur Überschwemmung. Und wir können jetzt hier zwar irgendwo das Wasser hier wahrscheinlich hier... Ja, lass mich in Ruhe. Was wirst du da schon haben? Das wird wieder dieses dämliche Magazin sein.
Wir können jetzt hier das Ventil anbringen und damit das Wasser abpumpen. Das Problem ist nur, dass wir das Wasser brauchen. Deswegen müssen wir das Rohr reparieren, damit wir dann das Wasser wieder laufen lassen können. Wir brauchen nämlich die Sprenkleranlage. Und der Ladevorgang. Der lädt wieder sehr lange. Ich weiß noch nicht genau warum. Hat sich doch im Prinzip nicht viel verändert. So, jetzt können wir nämlich hier das Rohr reparieren. Oder könnten wir, wenn wir Klebeband hätten. Haben wir leider nicht. Rohr im Pumpenraum ersetzen. Verschiedene Rohre reparieren. Problem verstopfte Toiletten, Unterbrechung der Wasserversorgung. Anmerkung, ist das Ventil geschlossen, wird Wasser vom Feuerschutzsystem umgeleitet und die Sprinkleranlage funktioniert nicht richtig. Dieses Problem muss sofort behoben werden. Ja. Danke. Ich verpiss mich. So, jetzt gehen wir nämlich den Strom einschalten. Und ich überlege schon die ganze Zeit, wo es die Embleme gibt. Mir war nämlich so, dass eines hier im Wasser liegt, aber offensichtlich ja nicht. Oder doch? Und ich kann es noch nicht sehen. Du stehst da noch! Oh, ist das gemein. So, wir nehmen ja das Founders-Emblem Werner. Werner! Das nehmen wir mal mit. Falsche Taste. Nachladen. Dann gehen wir jetzt den Strom einschalten. Wir lassen das Ventil mal hier liegen. Wir brauchen das ja hier sowieso dann wieder. Moment. Liegt das Emblem da immer noch? Oder ist das das andere? Ach, das ist auch wieder für mehrere Spieler gedacht, oder was? Naja, gut. Wir gehen auf jeden Fall jetzt den Strom einschalten. Wozu der Sicherungsraum? Muss ich dann dahin, um dann die Tür zum Lagerraum zu öffnen, oder was? Ich rate jetzt hier gerade so ein bisschen. 26%, das hält sich noch in Maßen. Ich brauche auf jeden Fall dann auch wieder Feuerkraft für den Boss. Der Magnum-Revolver ist ein guter Anfang, aber ich habe lieber zu viel Munition als zu wenig. Und ich erschrecke mich jedes Mal zu Tode, wenn die Zombies durch die Tür kommen und mich schlagen. Und ich sehe die vorher nicht kommen. So, jetzt müssen wir wieder hoch. Jetzt marschieren wir hoch in den Sicherungsraum. Das heißt, erst probieren wir, das liegt ja auf dem Weg, ob wir den Lagerraum jetzt so öffnen können. Und sonst marschieren wir wieder zum Sicherungsraum. Und gucken, ob wir da jetzt irgendwas einstellen können. Ich renne erstmal wieder gegen die Wand. Wie sich das gehört hier. Es wäre kein Resident Evil, wenn ich nicht früher oder später gegen die Wand rennen würde. Bye, bye. Ich bin ja überrascht, dass wir immer noch grüne Gesundheit haben. Sage ich ganz ehrlich. Ich meine, der eine oder andere Zombie hat mich ja jetzt hier schon angeknabbert. Normalerweise lasse ich die Leute mich nicht so einfach anknabbern. Das ist, sowas gehört nicht in die Öffentlichkeit. Nehmt euch ein Zimmer. Boah, das Hin und Her in diesem Szenario, das ist schon ein bisschen... Ich hätte vielleicht erstmal runter zum Bahnsteig gehen sollen, hätten wir nämlich das Emblem schon mal ablegen können. Jetzt haben wir dann nämlich wieder das Problem, dass ich einen Inventarslot brauche. Ja, elektronisch verriegelt. Ich traue mich nicht, meine Magnum auszulagern, weil die Leute sind do... Oh nein, das tust du nicht. Ich wollte eigentlich gerade gucken, was ich noch im Inventar habe, ob ich die Heilung noch mit mir rumschleppe, weil die könnte ich wirklich auslagern. So, gleich mal weg von der Tür, solange die noch offen ist. Nee, die habe ich schon gar nicht mehr. Hier ist was angegangen. U-Bahn-Schalltafel bedienen. Jim! Ach so, müssen alle auf 10 gestellt sein. Gut, dann... Den... Ach so, ja, okay, gut. Das war jetzt einfacher, als ich gedacht hatte.
Was passiert, wenn ich ihm jetzt die Tür aufmache? Ah ja, okay. Das war doof.